Shalom, meine lieben Freunde, die letzte Ausgabe war leider etwas chaotisch, doch wir haben den Eifer für Gott und hier ist das Bild magisches Grün oder nicht, Disney Programming, Good Girl, Bad Habit, gutes Mädchen, schlechte Angewohnheit, nur Gott ist gut, die Feuersymbolik, Endzeitsekten oder was, das Hundehalsband und es ist dieser Wert, diese Göttin oder wie heißt es, wie auch immer, hier, liebe Leute, derselbe Wert wie bei Michaela Spielberg, ich ging in den letzten beiden Videos darauf ein, nicht wahr? Sind es die Spielfiguren der Pyramidenspitze des Systems Rake and Get Up? Hier bei Jasmin Wagner aus Kichererbse macht sie nicht, Chickpea, nicht wahr? Giggle Peas, hier Maurer, wieder einmal der Wert. Jeremia 7,18 zeigt es, die Kinder sammeln das Holz, die Väter zünden es an, die Frauen backen der Himmelskönigin Kuchen, Gott zum Verdruss, doch Gott wirklich zum Verdruss. Osterfeuer, Ostern, alles widerlegt, ja, die Dreifaltigkeit natürlich, ja, die weiße dreifaltige Mondgöttin oder wie, oder ist es die Himmelskönigin, die ihren Hälften in den Ausgleich bringen, besessen werden durch das Erwecken des dritten Auges von den wahren Aliens, den Dämonen, den sogenannten Göttern vom Himmel aus der Bibel, der Hure Babylons, liebe Leute, der Himmelskönigin von Luzifer, dem ehemaligen Lichtbringer Satan. Hier der Mond, der Sirius-Hund, der Sirius-Stern, der wichtigste, der Freimaurer. Purer Hohn, pure Blasphemie, ist das vorsätzlich, ist es dann was? Oh Mann, total asozial, oder was? Meine lieben Leute, wacht und deckt auf, aber vielen, vielen Dank für alles. Was sage ich, meidet große Plätze und Events, schon das Herzsymbol, ein was, ein Sodomie-Symbol. Hier, sie offenbart sehr viel, nicht wahr? Hat Goddess der Wert bei Paris Hilton. Hier ohne Reue, die eine Weltreligion, was für ein Zufall, nicht wahr? Satan fiel vom Himmel wie ein Blitz, die Himmelskönigin. Violett so wichtig beim Erwecken des dritten Auges. Mischfarbe aus Blau und Rot, Dualität, manche fragen typisch blonde MK-Ultra-Opfer. Neusprech, wieder das Feuer ist es, das fünfte Reich nach Daniel, das vierte Reich nach 84 ist vorbei. Liebe Leute, traurig aber wahr, leider, leider, Göttin hier und da, ein Auge. Was wollt ihr euren Kindern sagen, warum ihr nicht aufgeklärt habt? Wer von den Christenverfolgern hat schon je Relevantes in seinem Leben getan? Liebe Leute, Nachdenken ist verboten, Moral und Erziehung gibt es nicht mehr. Wer die meisten antisemitischen Sprüche hat, hat immer recht, oder wie? Tina, Sandra, Brigitte, all meine christlichen Freunde wurden bereits ermordet. Wer hat nicht nur gefressen, gesoffen und weggesehen? Und sag ich die Wahrheit, bin ich ein Hassprediger und alle werden aggressiv. In Zeiten von Jimmy Savile, Marc Dutron, Ted Gunderson, Edward Heath, Höllenleben, Disney, Vigilant Citizen und Peppa Pigs recherchiert. Ich berichtete, Schwarz und Weiß, Blau und Rot, der Altar. Beim Besessenheit blüht eine Persönlichkeit auf wie eine Blume, weltweit exklusiv, Heiden und Blumen, Rosen, Kreuzer oder was. Schon Anzug und Krawatte entstammen, der Fesselsymbolik der Freimaurerei. 100% FAKT oder nicht, so sieht es aus, so ist es. Immer noch, es ist wie was, wie in der satanischen Twilight Zone, nicht wahr? Hier die Emojis auf dem Kopf und so wie im Himmel, so auf Erden. Schmetterling, Project Monarch, der Drache im Hintergrund. Hintergrund 666, Sonnensymbolik oder was, Jesuitenkunst, die Jesuiten sind oben, lest. Elfter Besossi, Herrscher des Bösen, aber lest jetzt eure Bibeln, der Heilige Geist ist real, Christus kam, starb, stand auf, soll in uns sein. Der himmlische Vater lässt sich finden, liebe Leute, der Schachbrettboden, die Pyramide, alle haben ein einziges Thema, eine einzige Meinung, wo ist Thema, linksradikale Gewalt, bei all den Auffangbecken und Teil und Herrsche, wo ist die Christenverfolgung, ich kann nicht einen einzigen christlichen Kommentar schreiben, ohne schwere Verfolgung, nicht wahr? Ich habe hier meine Qual, nicht wahr? Früher Detlef Dadowitz, ich mache immer weiter. Hier 302, satanische Numerologie oder was? Der von Gott geklaute Regenbogen, klauen heute immer gut oder was? Ich durfte online immerhin 15.000 Leute kennenlernen. Wer macht so etwas wie diese Leute, meine lieben Freunde? Ja, Menschen, Handel. Doch was ist mit den Symbolen bei Disney und so weiter? Laut Bibel geben sich nur nichtswürdige Menschen Symbole.
Ja, Atheisten, wir wissen es, sie kommen in einen Raum, da steht ein PC. Sie sagen, ja, ein LKW fuhr gegen das Gebäude, der Urknall. So flogen die Einzelteile einfach zu einem PC zusammen oder nicht. Der Freund dieser Welt ist der Feind Gottes. Es ist alles vorbei. Schon wieder Vatikan der Wert. Das Ding ist flach. Wem kann man trauen? Jesus hier und da. Diese Werte. Unfassbar wacht und deckt auf. Hier dieser Boxer, der Name, der Wert. Unfassbar. Meine lieben Freunde, genug. Regierung raus aus den Gedanken, nicht aus den Gebeten. Was ist nicht deine Agenda? Wir haben die Bilderberger Zeitung und mehr. Nicht war Obama mit was? 8 ehemaligen Präsidenten verwandt. Hollywood und die Jesuiten. Hier, wir hatten bei einem Rikapendeal Gott im Fleisch, so oder so ähnlich. Nicht wahr? Ich frage nur, Jesus Christus hier, Kreuzsymbolik auf ihre Mantel, die roten Schuhe wie in Ost der Regenbogen. Immer dasselbe, immer noch ist das ein Idiotentest, ein Wachsamkeitstest. Liebe Leute, dieser Wert meidet große Plätze und Events, enorm auffällig, sehr suspekt. Wheel of Fortune, hier Fortunate, sie sei so glücklich. Saturnkult Hut, man beachte, passend dazu, schwarz und weiß, nicht wahr? Ich durfte online über 30 Dinge ankündigen, bevor sie passierten. 20 weltweit exklusive Symbolikthemen. Dämon im Google Translator, Dämon ausgetrieben. Ich kündigte all die Dinge an, checkt filmdenken.de. Wen haben wir schon noch? Chris, Rich, Lisa, In Love, Truth Never Sleeps, Controversy 7, Finis Temporis, lebendige-fische.de. Wo gibt es schon noch Christen? Pseudocult Media. Immerhin, wer geht noch nach der Bibel? Es ist immer der schmale Weg. Hier Nashville Strong, tödliche Tornados, Harp genug, Theosam und mehr. Liebe Leute, ist das hier eine Ankündigung? Madonna, Mambo, eine Voodoo-Priesterin, die schwarze Magie benutzt. Sie und Lady Gaga, Cousinen Lady Gaga. Wir satanische Gematria-Lehre, MK Ultra. Sie sollte Kinder und Tiere aus ihrem Essex-Buch herauslassen. Kabbala, der Spiegel in Form der weißen, dreifaltigen Mondgöttin. Links und rechts, Dualität, nicht wahr? Auf Arte natürlich, wo sehen wir diese Dinge in der Gesellschaft? Schachbrett, geh aus der Freimaurerei oder was, liebe Leute? Saturn-Kubus, schwarz-rot, satanisch oder was? Immer alle ein Thema, eine einzige Meinung, Atlantikbrücke, Jesuiten, bekannte Freimaurer, triliterale Kommission. Unfassbar, Fakten sind verboten. Wer denkt noch nach? Ich bin kein Rassist, kein Faschist, gegen Verfolgung und alles, liebe Leute. Ich stelle mich gegen Holocaust-Leugner, hier mit Kindern, so ein Auge, was ist da los, Baum des Lebens, liebe Leute, schwarz und weiß, immer dasselbe, Gott ist Liebe, unfassbar, schreibt meine E-Mail, wenn ihr möchtet, dennisderchrist@web.de, abonniere, du hast es nötig, was sage ich, c'est bon, thank you very much, ich hoffe, ihr habt einen rundum vom himmlischen Vater gesegneten Tag und ein schönes Leben, der weiße, dreifaltige Göttinnenspiegel oder nicht. Hier XO, Zeichen des Tieres laut Crowley. Die satanische LaVey-Familie gibt zu, Leute in Hollywood zu haben. Blödsinn aus der Bibel, die Tanur, wieso selbst Christen keinen Gott mehr brauchen, der Spiegel. Noch Fragen? Es geht nicht deutlicher. Die NWO ist da, traurig aber wahr. Was ist keine Agenda? Ein Auge, das Herz, auch ein Sodomie-Symbol. Das ein Auge, ein Sodomie-Symbol. Laut Crowley, Gott ist Liebe. Schwarz und weiß, wieder blau und rot. Es gibt ja nur zwei, drei Farben. Die Sonnensymbolik, die Blume, nicht wahr? Die Eule der Minerva oder wie? Die heilige Dreifaltigkeit. Liebe Leute, wer ist schon noch christlich? Ja, Unterschied Christentum, Christenheit, Kirche und Bibel. Hier, das hier, die Schmetterlinge. Project Monarch oder wie im Himmel, so auf Erden, as above, so below, dreimal das Ganze, was ist das für Fesselsymbolik, Flamingo, Sonnensymbolik, liebe Leute, was sind das hier für Dinger, passt auf, auch in der Lebensmittelindustrie, Fluorid, Aspartam, Glutamat, Gluten, Carrageen, Zitronensäure, wohl zu viel, Bisphenol A, ja, und natürlich hier blau und rot, nicht wahr? Organspende, die Traumata, checkt es alles aus. Impfungen, was ist da drin? Ist es nötig? Was sind die Nebenwirkungen? Kann es eine Art sagen? Die Sonne wie im Vatikan, die weiße dreifaltige Mondgöttin immer wieder, nicht wahr? Was sind das überhaupt für Namen? Britney Spears?
Kate Beckinsale, die Nichte von Britney Spears, ein Unfall im roten Auto, nicht wahr? Meine weltweit explosive Symbolik. Hier schwarz, weiß, blau und rot. Christus-Pose hinten, liebe Leute, mittig, oben, schwarz und weiß. Schwarz-gelb folgt der Bienenkönigin-Symbolik. Wir sehen es immer wieder, jetzt auch der Film Candyman, nicht wahr? Schwarz, weiß, blau und rot. Hier das arme Kind, jesuitischer Totenkult. Skull and Bones wie bei Bush und Kerry. Die Cousins sind, oder was, der Cousin der Queen hoch bei den Freimaurern. Eat Dirt and Write, Pink, ja, Pinks Sohn, Pink ließ ihre kleine Tochter, ein Pentagramm samt 666-Symbolik auf die Straße malen, satanische Blitzsymbolik, Pink und ein Freimaurerritual auf der Bühne oder nicht, zeigte sie nicht alles, was das satanische Herz begehrt, sie sagte, sie tanzt gern nackt im Mondschein für Hexerei, auf Instagram löschte dies dann, benannt nach ihrem primären Geschlechtsmerkmal, nicht wahr, der Totenkult, Schachbrett, Alkohol und die Kinder, der schmale Weg, purer Hohn steht es für sie, für Sodomie, unfassbar, Inkubus, Dämonen der Lust, hier das Kind und Thunberg, ja, wollen sie hier mit diesen Werten in Sachen Magie nachhelfen, der Sohn Satans bei Pink Sohn, Pentagramm, schwarz-rot die Schuhe, schwarz und rot und blau und rot, liebe Leute, Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, Truth about Love, Pink hier, unfassbar, liebe Leute, dann gelb-schwarz, Whirlwind, W auf die linke Seite gedreht, 333, der angeblich höchste Grad der Freimaurer, Kätzchenprogrammierung, Altarsymbolik, Satanist nutzen nackte Frauen als Altare, liebe Leute, was ist da los, wer post so, wie die lieben Freunde meiner Eltern es immer wieder sagen, es ist nicht mehr meine Welt. Meine lieben Freunde, was ist da los? Wieder ein Milchbad, wie es zu den Lupercalien üblich war, dem Original Valentinstag. Wir sahen Rihanna in einem milchigen Bad, Miley Cyrus, MC, Mistresses of the Occult Ceremonies, Mariah Carey, Madonna, Chicone, nicht wahr? Diese Werte, Geometrie hier, Satanic Ritual Sacrifice, satanisches Ritual, Ouija, wie auf dem Pulli von Spielbergs Tochter, ich berichtete, nein, zum Geld, zum Bargeld oder was? MM, Marilyn Monroe, M auf die rechte Seite gedreht, ihr wisst es. Giraffensymbolik, satanische Tiersymbolik, weiße dreifaltige Mondgöttin, es geht immer um die drei. Die Dreifaltigkeit, die weiße dreifaltige Mondgöttin, nicht wahr? Wie im Himmel, so auf Erden, schwarz und weiß, schwarz-rot, Hunde, Halsband. Liebe Leute, Gott ist Liebe. Wir sehen es hier. Fröhlichkeit, kommt das nicht von Gott? Die Reiter der Apokalypse oder wie Jachin und Boas, die Bäume, Pyramiden, Sonne hier, yep, still at it, sagte sie, risen, rose, auferstandene Rose, tiefer Staat, was ist da los, was sind das für Werte, Room hier bei der Frau, der Wert von der Kappe, der einen Frau hier, 323, was ist da los, was ist das für Symbolik, wir sehen immer wieder die Tiger, liebe Leute, dann haben wir unten diese Explosion, dann hier dämonische Astrologiekult oder was, Einaugen, Wahlen, überall, jetzt Angst, wegen Coronavirus, nicht wahr? Dean Koontz, das Buch von 81, spielt im Jahr 2020. Es geht um eine Pandemie in Wuhan, China, nicht wahr? Was für ein Zufall, Parasite, Parasit. Der Film aus Korea räumte bei den Oscars ab. So hier vor Kindern, liebe Leute, ist es was? Generationsübergreifende Indoktrination. Meine lieben Leute, es geht weiter. Wir haben SCX bei Facebook, bei Disney, bei der NASA. NASA hebräisch für Täuschung, nicht wahr? Das sind eure Vorbilder. Interessantes Video. Hier eine Christus-Action-Figur. Das Nummernschild ergibt 33. Das rote Auto. Finis Temporis. Bitte abonniert, liebe Leute. Tja, today is such a lovely day. Stand fight again. Und der Wert natürlich hier so. Und heilige Göttin und all das. Christus-Pose X, Zeichen des Tieres. AAA 666 wie bei Sarah Connor und so weiter oder was. Ich frage, Gebets-Emoji. Das rote Auto, liebe Leute, es geht weiter, hier Hose runter, Kinder sehen zu, Einhorn, ein Symbol für Kindesopfer, nicht wahr? Der Blitz, was für ein Zufall, seid ihr Affen für sie? Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach, weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron und das Volk klagte vor den Ohren des Herrn, dass es ihm schlecht gehe, und als der Herr es hörte, entbrannte sein Zorn, und das Feuer des Herrn loderte unter ihn und fraß am Rande des Lagers. Halleluja, oh Halleluja,
Eure Güte lasst kund sein, allen Menschen. Der Herr ist nah. Die Bibel ist das einzige Werk, das nie falsch lag. Das ist ein Wiederkäuer. Menschliche Schubladen, Arm und Beine übereinander, Kabbala mit allen Körperteilen unterdrücken oder was? Altarsymbolik, schwarz und weiß, Double Crossing, Englisch betrügen. Ich habe es von Truth Never Sleeps, das Avatar, die Wüste, magisches Grün, ein Auge, wie im Himmel, so auf Erden, Pyramidensymbolik mit den Beinen, blau-rot, ein Auge, was für ein Zufall, hier die 666 bei The Show von Sunny Cardona. Freimaurer Hut, Berge und Wälder, Blocksberg, alles so wichtig im Okkultismus, nicht wahr? Optimistisch in der Welt. Toleranz heißt Toleranz, nicht heutzutage immer keine eigenen Werte, keine eigene Meinung, kein Gott zu haben. Akzeptanz, wo ist die Akzeptanz? Ich kann keinen einzigen christlichen Kommentar schreiben, meine Kommentare sind weg, denn meine Klicks gehen auch von 70 auf 80 auf 90 auf 70 zurück. Da ist doch was faul. Bei jedem neuen Video verliere ich einen Abonnent. Sind die Zahlen real, liebe Leute? Doch hier, wenn es darum geht, schwarz-weiß, ein Auge, es ist alles wahr, alles real, der Sonnenkult oder nicht, das Himmelsbett, die weiße Mondgöttin, wieder das Feuer, die weiße dreifaltige Mondgöttin, Teufelskult oder was, Satan, wird immer wieder Tribut gezollt, nicht wahr? The Rock, Christian Bale, Lady Gaga, Miley Cyrus. Hier sowas ist bei den anonymen Alkoholikern zu sehen. Die Weisheit der Welt ist nichts vor Gott. Freimaurerfaust, Gewalt oder was? Und seht euch das an, braucht man den Geistunterscheidungsgeist, wie ich ihn wohl habe, um zu sehen, was hier faul ist. Liebe Leute, wer am meisten beschimpft und beleidigt, hat immer recht. Nachdenken ist verboten oder was? Die Zeugen Jehovas sind keine Christen, doch die Welt ist negativ, böse und schlecht. Hat die Bibel doch immer recht und wird nicht umsonst immer wieder überall attackiert, wie man erkennt, wenn man sieht, dass heimtückisch nie aufgeklärt wird, was Christentum und was Christenheit, was religiös und was biblisch ist und zufällig ich bin ich, die eine Weltreligion direkt gegen die neue Geburt platziert wird, während Obszönitäten, Mobbing, Beschimpfungen nicht zu denken und lebensmüde Aktionen moralisch wertvoller sind als die Bibel. Reine Propaganda hier oder nicht? Ich frage, kommen wir auf das Video? Sie geht zum Bungee-Jumpen, zeigt den Mittelfinger, sagt F.U. zu den Zeugen Jehovas. Kann man das als Beleidigung auffassen? Was ist, wenn ich das zu einem Beamten sage? Antisemitismus und mehr gegen mich wird nie gelöscht, nicht wahr? Die Morddrohungen, das Hacking und so weiter. Unfassbar hier, liebe Leute, ist Gewalt immer der beste Ausweg in dieser Gesellschaft. Ich sagte es, Fünftes Reich nach Daniels, es ist immer der schmale Weg, einem fehlen die Worte. Bei manchen bekommt man Brechreiz, nicht wahr? Lisa Caprella, führt euch das ein, wenn ihr das hier sehen wollt. Ein sehr schöner Kanal. Halleluja. Hier ein neuer Horrorfilm mit CM Punk. Er zeigt alles, was das satanische Herz begehrt, nicht wahr? X-Zeichen des Tieres, gewisse Shirts und so weiter, die satanisch waren, nicht wahr? Jacob's Wife, liebe Leute. Jakob, ja, jetzt so kurz vorm wahren Jahreswechsel. Es geht um Jakobs Frau, nicht um Jakob. Ich frage nur, ist da irgendetwas mit Antisemitismus herauszulesen, wenn man es möchte? Was ist da los? Tja, so viel zu den Abonnenten. Bitte abonniert trotzdem. Andere machen Geld, liebe Leute. Ja, geben online Englischunterricht. Einfach so, wie auch immer. Verdienen Geld mit YouTube. Ich komme hierhin mit meinem Eifer. Wir dürfen kein Geld nehmen. Wer geht noch nach der Bibel? Alle Ehre gebührt Gott. Ich war der Sünder. Der Sünder. 666 hier, liebe Leute. Sie verlassen sich nicht auf den Heiligen Geist, auf ihre eigenen Worte, Gysi und so weiter, nicht wahr? Liebe Leute, die Regierenden kommen von Gott, sind aber laut Bibel nicht gerecht, nicht wahr? Die Schlange, die Zunge, wie bei Miley Cyrus und so weiter, ihr seht die Ursprünge, nicht wahr? Geheimnisse arrangierter Ehren, liebe Leute, wo ist das Geheimnis, wenn es um Christentum und Christenheit geht? 8-8, Analemma-Symbolik oder was? Sirius Hund, blau und rot, wieder, sie haben gewählt, die Frau in Rot, die Hure Babylons, wie zuvor wirklich bei Madonna und Kylie Minogue. Ich frage nur, wie im Himmel so auf Erden? Tja, Obama mit 8 ehemaligen Präsidenten, mit Brad Pitt verwandt, Angelina Jolie mit Hillary Clinton, sie und die luziferianische Lehre, ihre Tochter, die Kirche Satans, Bush und Kerry verwandt, Atlantikbrücke, Jesuiten,
Inter Mirifica, dem Papst, gehören die Medien, die Jesuiten, überall. Was wählt man? Es ist unfassbar. Links und rechts, Flügel desselben Tieres, nicht wahr? Sirius Hund hier, die 8 zweimal zu sehen, oder wie? Demi Moore beziert sein kleines Kind. Madonna, Carrie Underwood, Katy Perry, Rihanna, wer tat es nicht, frage ich, was für ein Zufall, wie auch bei Flair in dieser Woche, nicht wahr, das ein Auge, hier, Erleuchtung, Pentagramm, die Christen fallen auf unser Angesicht nieder, blau-rot dazu passend, wie im Himmel so auf Erden, das Feuer dann so, purer Hohn, die Erleuchtung, alle ein Thema, eine Meinung, blau und rot, Sodomie-Symbol, Pyramide, this is a part of my life where I silently remove anyone who hurts me more than they love me, drains me more than they replenish me, brings me more stress than they do peace, and tries to stunt my growth rather than encourage it. I've done more than enough talking, trying to make things work with certain people I'm done. Ja, liebe Leute, aber was heißt hier motivieren, encourage, liebe Leute? Christus wurde nicht umsonst ans Kreuz genagelt, die Propheten wurden allesamt nicht umsonst ermordet, die Jünger wurden nicht umsonst gesteinigt, aber konnten dabei beten. Liebe Leute, den Ohren schmeicheln, wie es in der Bibel heißt, nicht wahr? Es ist unfassbar, wir leben hier in Zeiten, alle preisen Satan, liebe Leute, Symbole, Disney, überall, Beleidigungen, Beschimpfung oder nicht, wenn man was sagt, ist man der böse für Hexenverbrennung, doch das waren Christenverfolgung, nicht wahr? Rom vermischte die Bibel mit Heidentum, Gott schützt sein Wort, wir haben die Bibel lag nie falsch, liebe Leute, so viel geht immer wieder gegen die Bibel, nicht wahr? In Supernatural kämpfen sie gegen Gott, Amazon, Lucifer, Hexen und so weiter, Afrika und Asien, checkt Open Doors, wie auch immer, und dann hier aber, ja, Satan ein Lügner und Täuscher von Anfang an, wenn man die Bibel zeigt, ja, halten dann alle für verrückt, Schleierwahn und Blindheit toben leider oder nicht, aber wenn man mit Joch und Yoga kommt, nicht wahr, mit Yoga, Joch und Yoga, die Worte verbunden, das Joch Christi war leicht, dann fehlen die Worte, Dämonen niemand aufgeräumtes Haus, mit der Einweltreligion, solchen Nummern, das ist schön, das macht dann Spaß, nicht wahr? Drittes Auge oder was? Mano Canuta el Diablo, Teufel zu einer Handgeste, wie in der satanischen Musikrichtung, Rock, Heavy Metal, direkt aus dem Satanismus, liebe Leute, checkt Ordensbruder und Satanist Sammy Davis Jr., Kätzchenprogrammierung oder was? Sie sind hier leicht bekleidet oder nicht, haben ihre Kinder dabei, was soll das? Überall diese Hundehalsbänder, nicht wahr? Schwarz und weiß, ein Auge, dämonischer Astrologiekult oder was? Teufelssymbolik, Zeichen des Tieres, X-Zeichen und Sterblichkeit für sie, schwarz-rot, Teufel, wo immer man auch sieht, nicht wahr? Ein Auge und die Wahlen, es ist unfassbar. Ich betete vor, ich bitte, betet für mich. Betet für die Regierenden, mögen sie die richtigen Entscheidungen treffen für Schutz für die christlichen Gemeinden. Liebe Leute, für Friede in Jerusalem, das zeigt uns die Bibel. Ich bekenne mit meinem Mund Jesus Christus, der Sohn Gottes, dem Fleisch kam, dies kann der Antichrist laut Paulus nicht tun. Halleluja, Halleluja, Shalom.